Oder Servus und zum vierten, da bleibt es gar nicht mehr, vierten Teil von unserem Video. Ich hoffe, ihr habt es gut üben können. Jetzt machen wir am Vorderrad die Kurve durchfahren. Das ist, wie soll ich sagen, am Vorderrad die Kurve durchfahren, ist schon ein bisschen so Wheelie-Style. Wann braucht es man wirklich? Aber es hat einen coolen Show-Effekt und es hat noch einen Vorteil, man kann halt schneller enge Kurven bewältigen, wenn man es intus hat. Man muss ja dazu sagen, es ist dann schon Königsklasse und natürlich passieren da immer wieder Fehler, auch sogar mir, wenn ich es oft mache. Also für das muss man dann wirklich lang üben, dass das Rad stabil bleibt. Mein Tipp ist jetzt, es braucht eine gewisse Grundgeschwindigkeit, das wird sehen, also so ein bisschen schnelleres Gehen, schon ein bisschen Laufen auf jeden Fall. Und mein Tipp, Körperspannung. Nehmt die Bauchmuskeln her, spannt euch einen Körper an, weil durch diese Energie, was das Rad aufbauen wird, was um die Kurve dann richtig umgeschleudert wird, also umgezogen wird, müsst das ganze Rad halten. Ich mache es heute gleich schon mit dem E-Bike, dann kommen wir wenig Fragen auf, wie es mit dem E-Bike ausschaut. Wir haben es eh gelernt, mit dem E-Bike weiter nach vorne noch einmal mit dem Gewicht, dass das wirklich aktiv auf der Nase bleibt, auf der Nose fährt. Und was noch schauen müsst, am Vorderrad durchfahren, ein Tipp von mir, der Untergrund muss passen. Also bei Schotter etc. ist es so lala, bei so Kurven ist es eigentlich perfekt. Na, jetzt werden wir loslegen, oder? Bösen Nerv. Legen wir los, Gewicht nach vorne im Pool. Ihr habt es gemerkt oder sogar gesehen, durch die hohe Geschwindigkeit überholt einer das Heck direkt. Aber man hat danach so viel Energie zum Wegfahren, es ist ein Wahnsinn. Und was man braucht, Arbeits. Arm lang machen, kurz machen, richtig ziehen und Körperspannung. Es müsst ihr richtig als Konstrukt drüber bilden. Aber es müsst ihr euch trauen mit der Geschwindigkeit fahren, ähnlich wie beim Wheelie. Bei einer gewissen Geschwindigkeit funktioniert der Wheelie super. Da hat man Stabilisation und da auch zu langsam funktioniert das nie, das Vorderrad durchfahren. Das Vorderrad braucht eine Rotation und eine Stabilität. Dann ist es ähnlich wie das Hinterrad versetzt von Ablauf. Wiederholen wir. Aktiv am Rad, eher ein bisschen vorne, Impuls geben, Vorderbremse ziehen, das Rad kommt auf, einlenken und dann einfach durchfahren. Und dann schleifend die Bremse ziehen, also nicht zu stark und zu wenig, nicht dass das Rad auf und nieder geht. Und wenn man dann die Richtung hat, Bremse dynamisch, beziehungsweise kann sich schnell auch loslassen und dann geht das Ganze nach vorne, die Kiste. Und nach der ganzen Kurve wieder probieren, aktiv am Rad sein und mit den Ellbogen arbeiten. Also, viel Spaß am Üben!